So, meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wir sind noch in Eilbernück und diesmal habe ich auch mich eingecremt. 30 reicht bei mir ein bisschen aus, also haben sie kriegt mal 50. Und meine beiden Hübschen sind jetzt nämlich gerade in the water. Ja, er mag Wasser sehr, sehr gerne. Und mich hat hier gerade noch was gebissen. Scheiße, und ich habe so gemacht und das war immer noch da. Seht ihr diesen roten Fleck hier? Mal gucken, was nachher draus wird. Ich weiß nicht, was es war, aber es tat ziemlich weh. Das Hotel, wo wir übrigens letztes Mal waren, ist auf der anderen Seite von der Mauer. Das war so schön, aber arschteuer. Duties! Na, schmeckt es? Jetzt hat er es endlich mal begriffen, dass das alles immer... Wir sind wieder zu Hause. Ich habe mich versucht, ein bisschen zurechtzumachen. Meine Haare sind völlig im Arsch. Ich merke das gerade von diesem ganzen Salzwasser. Oh, die sind total ausgetrocknet, aber bald. Ich mache jetzt hier ein Ende. Ja, wir wollten jetzt gerade eigentlich essen gehen und haben so schon wieder eingeschlafen. Scheiße. Er schläft jetzt seit 45 Minuten, es ist kurz vor 7. Ich bin ja eigentlich kein Mensch, der jetzt sein Kind aufweckt, aber wenn ich ihn jetzt nicht aufwecke, erstens habe ich mega Hunger, zweitens, wenn ich ihn jetzt nicht aufwecke, dann schläft er nicht um 9, sondern erst dann wahrscheinlich um 12. Und da habe ich absolut keine Lust drauf. So, ich mache mir jetzt mal meine Ohrringchen rein. Ich wollte euch übrigens mal fragen, ich habe hier ein zweites Ohrloch. Das habe ich mir vor 3 Jahren stechen lassen, ne? Es tut immer noch weh. Es tut immer noch weh, wenn ich mir da Ohrringe reintue. Wie kann denn das sein? Also auch auf der anderen Seite auch? Geht das irgendwann mit der Zeit weg oder liegt es einfach daran, dass ich im zweiten Ohrloch nicht so viel trage? Ja gut, die Ohrringe habe ich euch ja gezeigt. Das sind diese mit diesen neuen Steinchen, guckt mal. Also die alten wird es auch geben, aber es wird halt auch diese Limited Edition. Das sind jetzt hellere lila Steine und das sind blaue Steine. Oh, ich liebe sie und ich schwöre es euch, immer wenn ich diese Ohrringe trage, jeder spricht mich da auf. Und gleich ziehe ich wieder mein Lieblingskleid an. Ich würde es am liebsten jeden Tag tragen, weil ich das so schön finde. Ich habe jetzt hier noch die letzte Wäsche gewaschen, weil morgen geht es zurück. Es ist auch schon hier fast trocken. Ich hasse Wäsche waschen bzw. Wäsche aufhängen. Geht bei mir gar nicht. So, jetzt wecke ich ihn auf. Bonjour. Hamza. Oğlum. Hadi yemek yemeye gideceğiz. Aman. Aman uyandı. Yemek yemeye gideceğiz babacığım. Gidelim mi? Ya. He? Gidelim mi yemek yemeye? Gelecek misin? Da ist er gleich dabei. Gelmez mi hey yavrum ey? Hey yavrum ey. Doğru kapıyı kırar da çıkar. Ah Hamza ey. Gel oğlum. Gel. Kalk ayağa. Kuk kuk. Vay, Sophie! Vay, toll! Hadi gidelim. Sen de mi acıktın? Ya, gleich aufgestanden. Acıktın mı sen de? Oh, aslan oğlum benim. Hadi gel içeri yanmış. So. Und ich zieh mich jetzt um. Ich glaube, ich hatte das Kleid hier irgendwo reingeschmissen. Ich liebe momentan diese Ausschnittkleider. Also da, ne? So. Und das geht so. Und das macht bei mir eine gute Figur, finde ich. So, da wären wir wieder in dem geilen Hotel, wo wir einen Tag verbracht haben. Lecker, lecker, lecker. So, wir haben jetzt unser Essen bestellt und Hamza hat auch ein Kindermenü bekommen. Das zeige ich euch jetzt. Übrigens, ich will jetzt keine Werbung machen, aber das ist das Hotel, wo wir gerade sind. Oh mein Gott. So, dann hat er hier so ein Kindermenü und hier hat er jetzt Malstifte bekommen, damit er hier ein bisschen malen kann, finde ich richtig, richtig gut. Also wäre er jetzt ein bisschen älter gewesen, wäre das schon ganz cool gewesen. Ja, wir freuen uns jetzt einfach auf unser Essen. Okay, da ist jetzt gerade was hier angekommen. Was ist das? Ne? Das muss ich jetzt selber probieren. Hey, nicht alles aufessen.
Nebel. Wow. Ich bin ja eigentlich kein Fan von Essenfilmen. Aber Asana schmeckt sehr, sehr gut. Und ich habe meine Nudeln. Ich bin so glücklich. Besser geht's gerade nicht. Na, fragt euch, was das hier ist. Mir ging das so schlecht, dass ich wieder ins Krankenhaus musste. Ich habe 2 Tage nichts gegessen, nichts getrunken. Ich lag einfach nur halb tot im Bett. Und heute geht's mir gut und heute wollte ich unbedingt diese Nudeln essen. Und deswegen... Lecker. 2 Minuten später. Wie hat's denn dir geschmeckt? Ich wollte unbedingt, und da haben wir uns auch gerade so ein bisschen diskutiert. Eigentlich gab es da gar nichts zu diskutieren, weil mein Mann natürlich komplett recht hat. Ich hatte gerade eben gerade richtig Bock auf ein Tiramisu. Und die machen das hier selber wahrscheinlich so richtig geil mit Mascarpone und so. Aber leider ist da natürlich dann auch Alkohol drin. Ich weiß nicht, ob da Amaretto oder irgendwas mit N, Masala drin ist. Geht jetzt natürlich nicht so gut, wenn ich schwanger bin, aber ihr werdet nämlich jetzt fragen, was ich bis jetzt so unbedingt essen wollte in der Schwangerschaft. Pfirsiche. Ich hatte so einen Hieber auf Pfirsiche. Hol mir bitte Pfirsiche. Ansonsten Kirschen und Kirschen. Wie die Verrückte. Das ist jetzt unser Nachtisch. Alten Chileo. Fisalis. Er hat eine Tarte und ich habe einen Cheesecake. Einen wunderschönen guten Tag. Heute ist Dienstag. Und dreimal dürft ihr raten, was hier gerade los ist. Gestern war sehr, sehr schön in dem Hotel. Ja, hat uns sehr, sehr gut geschmeckt. Und jetzt haben wir leider unsere Sachen zusammengepackt und sind auf dem Weg nach Istanbul. Nein, ich habe so keine Lust. Ey, scheiße. Ja, auf jeden Fall merke ich jetzt schon wieder, dass mir das überhaupt gar nicht gut tut, dass wir jetzt wieder zurückfahren. Aber die Arbeit ruft, wir können die Eisdiele nicht alleine lassen jetzt die ganze Zeit über. Und Duty Shop muss, es sind noch einige Sachen im Duty Shop zu machen und deswegen müssen wir leider zurück. Ich hoffe, ich kann meinen Mann überreden, dass er gleich mal an der Straßenseite hält, wo man so Maulbeerensaft kaufen kann. Und auf jeden Fall habe ich Olivenöl noch gekauft. Jetzt geht's wieder zurück. Ich habe meinen Mann jetzt überredet, dass wir hier an so einem Stand stehen. Hier gibt es dieses Maulbeerensirup. Und jetzt haben wir so ein bisschen davon was gekauft für Istanbul und Marmelade und so weiter. Und mit so einem kleinen Einkauf da gemacht. Ich zeig euch das mal vom Mann. Hier gibt es halt auch Olivenöl und so selbstgemachte Sachen halt, ne? Und ja, das wollten wir halt nochmal in Anspruch nehmen. Fenster zu. Ich glaube, der will mich mit Absicht ärgern, ne? Er treibt mich manchmal echt zum Wahnsinn. Guck mal sein Lächeln, seht ihr, ne? Ich bin nämlich geil. Ja, Nia Jabba. Ich hab ihm gesagt, er soll bitte anhalten, Wasser holen, weil ich habe kein Wasser getrunken. Nö, hält er nicht an. Dann fahren wir durch einen Ort, der nennt sich Susurluk, da gibt es den besten Eidan. Ich sag halt an, er hält nicht an, er fährt einfach weiter. Verstehen Männer manchmal einfach nicht. Wenn ich sage, dann halt, aber halt doch einfach an! Ja, manchmal wieder weg. So einfach geht das. Einfach mal ein bisschen rummeckern. Wir haben es jetzt noch 90 Kilometer bis nach Bursa und wir wollen einmal in Bursa halten. Beziehungsweise er möchte dort gerne Fisch essen. Hallo, wir kommen aus Ayvalık. Du hättest lieber immer in Ayvalık Fisch essen, sondern nicht in Bursa, aber meine alte Heimat. Ja, manchmal vermisse ich das doch schon ganz schön da, aber ja, nach Bursa, ich habe irgendwie Lust auf dieses Pide, Tahindi Pide, aber ich glaube, das kriege ich da nicht mehr. Wenn doch, dann... Ha, ne oldu? Kendine geldin mi şimdi? Evet. He, geldin değil mi şimdi? Okay, wir sind jetzt hier gerade in Bursa. Hamza hört Musik. Ich merke schon gerade, dass das hier jetzt sich richtig doll verändert hat. Ich war ja jetzt schon seit 4 Jahren hier nicht mehr in Bursa und bin hier gerade richtig am Staunen. So, da ist jetzt der Fischladen. Mal gucken, wie der ist. Bin sehr gespannt. So, da wären wir jetzt. Ein schönes Restaurant. Schönes Feeling. Auf jeden Fall. Und jetzt warten wir hier auf unseren Essen. Ja, das gehört jetzt einem Freund von Sami. Deswegen sind wir jetzt hier und haben jetzt Hunger und freuen uns auf Fisch.
ich habe ein kleines Problem und da muss ich euch jetzt um Rat bitten. Hamza nimmt seine Frau ständig so weit in den Mund, dass er immer würgen muss. Und er macht das immer wieder und immer wieder und dann kotzt er und dann macht er es immer wieder. Und ich weiß nicht, wie ich ihn davon abbringen soll, weil wenn ich sage, nein, du würgst davon, versteht er das ja noch nicht. Ich habe schon überlegt, ob ich ihn irgendwas auf die Hand schmiere, aber dann habe ich Angst, dass er sich das ins Auge schmiert oder so. Habt ihr einen Rat für mich, dann wäre ich euch sehr, sehr dankbar. So, wir haben jetzt unsere Calamares bekommen und einen schönen Salat, den ich jetzt natürlich erstmal hier ein bisschen mit Olivenöl anreichern werde. Also wenn ihr Lust habt herzukommen, könnt ihr das gerne machen. Hamza ist Hamburg. lecker. Hamza. Oh, Petrus. Wassermelone, auch schon auch so lecker. Yok, balıkları çekiyorum abi. So, wir sind jetzt auf dem Rückweg wieder, also noch eine Stunde nach Istanbul. Wir waren ja gerade bei dem Restaurant von Samis Freund Onur, der Besitzer. Auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Wenn ihr in Bursa seid, könnt ihr da auf jeden Fall mal hin. Das hat sich hier alles so heftig verändert, ohne Scheiß, so heftig verändert. Und ja, ich finde es gerade richtig gut sogar. Krass. Also das Stadion, das hatte ich noch gar nicht gesehen. Ja, guck mal, das ist das Stadion. Das ist ein Krokodil. Und als ich noch hier gewohnt habe, da haben die das gerade gebaut. Ja, endlich ist es fertig. Oder ist es fertig? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn man von oben guckt, ist es ein Krokodil. Also das Zeichen für Bursaspor. Es kommt natürlich wahrscheinlich hier ein bisschen Traffic, aber das ist doch gar nichts im Gegensatz zu Istanbul. Ja, nee, ich habe auch gar keine Lust irgendwie. Ihr müsst mich wahrscheinlich nachher aus dem Auto zerren. So ist es abends. Wir sind wieder zu Hause. Ich weiß gerade nicht, ob ich mich darüber freuen soll. Nein, Spaß. Ich bin froh, dass wir positiv denken. Und ich bin froh natürlich, dass wir ein Dach über dem Kopf haben. Aber ihr seht, ich bin ziemlich fertig. Und was ich euch jetzt zeige, ist... So, das ist der Koffer. Hier oben ist erstmal Hamzas Saft ausgelaufen. Naja, aber das ist vom letzten Mal. So, Sami hat den leider verkehrt rum aufgemacht, dann ist das passiert. Ich muss das noch ausräumen, das mache ich allerdings morgen. Der Anblick ist nicht schön, I know, aber wir sehen wieder den Vorteil. Die ganze Wäsche ist schon gewaschen. Ich habe mich schon in mein Pyjama geschmissen. Und wisst ihr, was richtig schön ist gerade? Als ich gegangen bin, habe ich die Bude blitzeblank aufgeräumt. Das heißt, wir sind in eine saubere Wohnung zurück. Und ich muss jetzt nichts machen. Also wenn ich morgen aufstehe, ist alles sauber und ich habe nichts zu tun. Wow, ist das nicht schön? So, ich ziehe jetzt nochmal Hamza kurz um und dann geht es ab ins Bett. Und ich hoffe, ich kann dann auch gut schlafen. Yes. Das war's für diese Woche. Wir sehen uns am Sonntag. Hier meine letzten beiden Videos. Hier oben dürft ihr mich abonnieren. Ich würde mich freuen. Und ansonsten sehen wir uns ganz bald wieder. Bis dann. Tschüss.